Am Wochenende fand bei durchwachsenem Wetter das Puppenvasenfest in Plochingen statt. Vereine, Organisationen und Marktbeschicker feierten gemeinsam mit dem Stadtmarketing und dem Kulturamt das alljährliche Puppenvasenfest im wunderschönen Landschaftspark in den Neckarauen in Plochingen. Der Park hatte sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentierte sich in voller Pracht. Beim Steiner am Fluss gab es am Samstag gegen 14 Uhr eine kleine Eröffnung mit Bürgermeister Frank Buss und Thomas Pressel, Vorsitzender von Stadtmarketing Plochingen e.V. Wir sind hier im Landschaftspark Puppenvasen, einem besonderen Kleinod für unsere Stadt. Es ist ein Naherholungsgebiet, das in einem urbanen Bereich unheimlich wichtig ist, weil es vielen Menschen die Möglichkeit gibt, sich in Natur und an der frischen Luft zu bewegen und Spaß zu haben. Auf dem gesamten Festgelände wurden viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie angeboten. Spielangebote, Bastelspaß, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, Bogenschießen, Hundevorführungen und vieles mehr. Das Besondere ist unter anderem, dass es eines der wenigen Feste ist, die bei relativ sicherem Wetter stattfindet, weil es einfach jetzt schon in der Mai reingeht, Richtung Sommer. Plochinger Frühling, Herbst und so weiter, das sind immer so risikobehaftete Feste. Wir haben hier natürlich ein riesengroßes Areal, während wir sonst viel in der Innenstadt machen, haben hier einfach jede Menge Platz. Das ist etwas, das nicht jede Stadt hat. Wie gesagt, 16 Hektar muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie gesagt, ich nenne es immer so der Vorgarten von Plochingen, das hat nicht jeder. An beiden Tagen gab es viel Live-Musik mit Biergarten-Jazz, Blasmusik und Schlagern. Beim großen Frühlingsmarkt boten kreative Aussteller ihr reichhaltiges Angebot von dekorativem und nützlichem rund um Garten und Haus an. Aber auch Gartenmöbel, Antiquitäten und Accessoires für ihre Gartengestaltung. Für die Verpflegung der Besucher war auch gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomie vor Ort boten Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, feine Salate und vieles mehr an. .300 PS, 16 Tonnen Gesamtgewicht, Seilwinde, ein Generator mit einer Leistung von 30 kW, viele Scheinwerfer, eine umfangreiche Ausrüstung und drei Premieren. Dies sind die Kennzeichen des neuen Einsatzfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt, Abteilung Bernhausen. Oberbürgermeister Christoph Traub übergab im Rahmen des Tag der offenen Türs am Sonntag offiziell die Fahrzeugschlüssel eines neuen Rüstwagens an Stadtbrandmeister Jochen Thorns, der diese an den Abteilungskommandanten Andreas Lutz weitergab. Der Oberbürgermeister ließ es sich nicht nehmen und fuhr den neuen Rüstwagen in den Hof der Feuerwehr. Dabei kam der Stadtbrandmeister ganz schön ins Schwitzen und hoffte, dass alles gut geht. Souverän meisterte der Oberbürgermeister die Fahrt und kam ohne Dellen und Kratzer an. Der neue Rüstwagen löst seinen 34 Jahre alten Vorgänger ab. Wir haben in diesem Fahrzeug drei Premieren realisiert, die auch bundesweit schon für Beachtung gesorgt haben. Wir haben bundesweit den ersten genormten Rüstwagen mit einem Euro 6 Fahrgestell, der also die strenge Abgasnorm Euro 6 erfüllt. Wir haben zweitens erstmals bei einem Rüstwagen den sogenannten Varus-Aufbau vom Aufbauhersteller Schlingmann realisieren können. Und last but not least, wir haben den ersten genormten Rüstwagen, der die neue, seit Dezember 2016 gültige Norm erfüllt. Die Feuerwehr Filderstadt ist damit nicht nur umwelttechnisch, sondern auch feuerwehrtechnisch bundesweit ganz vorn. Der neue Rüstwagen kostet inklusive Beladung und Mehrwertsteuer rund 490.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg bezuschusste das Fahrzeug mit bis zu 160.000 Euro. Für den überörtlichen Einsatz förderte der Landkreis Esslingen die Beschaffung zudem mit 98.000 Euro. Kreisbrandmeister Bernhard Dietrich hob die Bedeutung des Fahrzeuges für das Einsatzkonzept der Feuerwehr Filderstadt, aber auch auf Kreisebene hervor. Der neue Rüstwagen, Feuerwehrdeutsch kurz als RW bezeichnet, ist für alle Einsätze der sogenannten technischen Hilfeleistung vorgesehen. Das von drei Feuerwehrangehörigen besetzte Fahrzeug rückt so beispielsweise zu Verkehrsunfällen, Einstürzen von Gebäuden, eingeklemmten Menschen, Wasserrettungseinsätze und Notfalltüröffnungen für den Rettungsdienst aus. Dazu wird im Aufbau eine umfangreiche Ausrüstung mitgeführt. Angefangen von verschiedensten Sägen, zwei hydraulischen Rettungssätzen mit Spreizer, Schneidgerät, ein aufblasbares Schnelleinsatzboot und vieles mehr. Somit ist die Feuerwehr Filderstadt für die nächsten Jahre gut gerüstet. Am Wochenende hatten die Rettungskräfte im Kreis Esslingen alle Hände voll zu tun. Es kam zu einigen Unfällen im Kreis mit mehreren Verletzten. Wobei der schwerste Unfall am Freitagabend gegen 23.25 Uhr die Rettungskräfte zwischen Nürtingen und Großbettlingen forderte. Ein 24-jähriger VW Golflenker fuhr auf der B313 in Richtung Großbettlingen und überholte kurz vor der Einmündung im breiten Löhle
mit hoher Geschwindigkeit einen Mazda. Beim Wiedereinscheren kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und in der Folge ins Schleudern. Anschließend breitete der Golf nahezu frontal gegen einen entgegenkommenden Porsche. Wir wurden alarmiert um 23.32 Uhr, ein VU mit zwei Fahrzeugen. Es wurden insgesamt zwei Schwerverletzte und eine lebensgefährlich verletzte Person gerettet. Eine Person musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Wir haben hier in der Einsatzstelle 3 Patienten vorgefunden. Eine Person war lebensgefährlich verletzt und 2 Personen schwer verletzt. Wir waren hier mit 2 Notärzten und 3 Rettungswagen vor Ort, haben die Verletzten jetzt mittlerweile auch sehr zügig in die umliegenden Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B313 in beiden Richtungen gesperrt werden. Zu einem größeren Einsatz kam es auch am Freitagabend kurz vor 22 Uhr. Im Rahmen eines Rettungsdiensteinsatzes wurden erhöhte Kohlenmonoxidwerte in einer Bar in der Bernhäuser Innenstadt gemessen und deshalb weitere Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei räumte die Bar, in der auch Shishas geraucht werden. Die Feuerwehr lüftete die Räumlichkeiten. Alle 19 Gäste wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Bei diesen Gästen stellten sich keine erhöhten Werte oder gesundheitliche Beeinträchtigungen heraus, sodass alle unverletzt in die Bar zurückkehren konnten. Da nach bisherigen Ermittlungen der Polizei die Ursache für die erhöhten Kohlenmonoxidwerte sehr wahrscheinlich in den für die Shishas benötigten Naturkohlestücken lag, wurde die Bar von einem Vertreter der Stadt Filderstadt vorübergehend mit einem Shisha-Rauchverbot belegt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit 10 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften sowie die Polizei mit 6 Streifenwagenbesatzungen. Auch einzelne Brände waren am Wochenende zu verzeichnen, unter anderem ein Brand in Wolfschlugen, bei dem Gegenstände auf einem Balkon einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße in Brand gerieten. Eine Anwohnerin bemerkte zufällig gegen 17 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehrleitstelle. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei vor Ort eintrafen, stand der Balkon bereits in Vollbrand. Wir sind hier in der Brunnenstraße, wo ein Balkonbrand stattgefunden hat im 2. Obergeschoss. Es ist auf dem Balkon geblieben und nicht auf die Wohnung groß übergegangen, weil wir rechtzeitig mit ausreichend Kräften da waren. Da auf Rufen und Klopfen niemand in der betroffenen Dachwohnung reagierte, wurde die Wohnungstür eingetreten. In der Wohnung befanden sich keine Personen. Lediglich ein Hund, der unversehrt ins Freie gebracht werden konnte. Die Feuerwehren aus Wolfschlugen und Nürtingen, die mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort waren, hatten das Feuer schnell gelöscht und konnten somit ein Ausbreiten der Flammen auf die Wohnung und das restliche Gebäude verhindern. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte der Brand im Bereich eines in einer Ecke auf dem Balkon abgestellten Sofas ausgebrochen sein. Die Brandursache ist bislang noch nicht bekannt. Kriminaltechniker untersuchten am Montag die Brandstelle. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr war noch der Rettungsdienst mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.